Hallo alle zusammen. Schiffsfriedhöfe sind Bereiche, in denen viele Schiffe und U-Boote gesunken sind oder in denen alte Schiffe gesammelt und zurückgelassen werden. Doch nicht immer landen die Boote an solchen Orten oder werden auseinandergebaut. Manche werden nicht einmal gefunden oder identifiziert. Sie sinken mitten im Meer, stranden an Küsten und werden vergessen. Jedes dieser U-Boote besitzt eine eigene Geschichte. Heute die 5 unglaublichsten verlassenen U-Boote. Drogenschmuggel unter Wasser. Drogen werden auf die unterschiedlichsten Arten geschmuggelt. In Kolumbien haben Drogenbanden einen besonders außergewöhnlichen Weg gefunden. U-Boote. Fischerboote wurden immer leichter gestoppt und jetzt nur noch dafür genutzt, die Einzelteile der U-Boote in den Dschungel zu bringen. Hier werden sie von Technikern zusammengeschraubt und sind oft lediglich für einen Einsatz gebaut. Die ersten Drogen-U-Boote wurden bereits 1997 gefunden. Moderne Konstruktionen besitzen eine Bleiabschirmung für weniger Wärmestrahlung und können von Infrarotsensoren nicht gefunden werden. Fiberglasbestandteile verhindern zudem die Radarortung. Die Überfahrten bleiben trotzdem riskant und qualvoll. Sanitäre Einrichtungen sind in einem Drogen-U-Boot nicht eingeplant. Cresta One. 1956 war das Linienpassagierschiff Andrea Doria auf dem Weg nach New York, wo es nie ankam. In der Nähe der Insel Nantucket stieß es mit einem anderen Passagierschiff zusammen. Am Tag darauf sank das Schiff mit unzähligen Schätzen. Wertvolle Gemälde, Schmuck und Bargeld in wasserdichten Safes, Skulpturen und mehr. Der Werftarbeiter Jerry Bianco entwarf ein U-Boot für die Bergung, suchte sich Sponsoren und fing 1967 an, seine Cresta One fast im Alleingang zu bauen. 3 Jahre später war alles bereit. Die Cresta One sollte luftbefüllte Ballons in das gesunkene Schiff bringen, um die Bergung zu erleichtern. Doch das U-Boot kenterte fast durch fehlenden Ballast und viele Sponsoren zogen sich zurück. Also blieb das U-Boot in Coney Island, wo es heute noch als verlassenes Wrack liegt und von wagemutigen Reisenden besichtigt wird. Submarine Explorer. Auf einer Insel im Golf von Panama liegt ein U-Boot-Wrack am Strand, viele Jahre eher unscheinbar. Das Eisen komplett verrostet und eine Bergung unmöglich. Bei diesem Wrack handelt es sich allerdings um die Submarine Explorer, die erste funktionsfähige U-Boot-Konstruktion. Geplant und gebaut von dem deutschen Ingenieur Julius Kröll, der 1844 in die Vereinigten Staaten auswanderte. 1865 baute er hier die Submarine Explorer, die als erstes U-Boot von selbst wieder auftauchen konnte. Eine Firma für die Perlensuche am Meeresgrund finanzierte den Bau. Und so wurde das Boot nach Panama gebracht, wo Kröll mit seiner Mannschaft nach Perlen tauchte. Sie starben bei der Suche, womöglich an der Taucherkrankheit. Doch auch neue Besatzungsmitglieder überlebten die Tauchfahrten nicht. Das U-Boot wurde verlassen und vergessen, bis es 2001 von einem Archäologen entdeckt wurde. U-Boot K-159. Das Atom-U-Boot K-159 hatte seinen ersten Einsatz 1963 bei der sowjetischen Marine. Keine 2 Jahre später drangen radioaktive Stoffe in den Druckwasserreaktor. 1989 wurde das U-Boot stillgelegt und in einer Marinebasis zurückgelassen. Um es über Wasser halten zu können, wurden leere Tanks am Rumpf verbaut. 2003 sollte es umweltgerecht entsorgt werden, doch es war bereits zu verrottet. Beim Abschleppen geschah die Katastrophe. Wasser drang ins Innere, ein Tank wurde weggerissen und das U-Boot sank auf den Meeresgrund. Noch immer liegt die K-159 dort und mit ihr das radioaktive Material. 2014 untersuchten Wissenschaftler das Wrack. Der Rumpf sei zwar zerstört, aber es trete keine Radioaktivität aus. Und so bleibt die K-159 vorerst in der Barentssee versunken, im wichtigsten Gebiet für den Kabeljaufang, während sich das U-Boot weiter zersetzt. UB-122. Als der Erste Weltkrieg endete, mussten die Deutschen in Großbritannien 100 U-Boote aufgeben. Diese wurden meist auseinandergebaut und das Metall wiederverwertet. Doch 6 dieser U-Boote verschwanden. Auch UB-122 wurde vergessen und durch einen Sturm an der englischen Küste vergraben. Zwar ragten einige Teile davon seit Jahren aus dem Sand, doch niemand wusste, dass es sich hierbei um eines der modernsten Kriegsschiffe des Ersten Weltkriegs handelte. Bis fast 100 Jahre später erneut ein Sturm ausbrach und das U-Boot freilegte. Der äußere Rumpf war vollständig erhalten. Doch was geschah mit der Technik aus dem Innenraum und wohin wurden die Waffen gebracht? Das geheimnisvolle Wrack der UB-122 zog Wissenschaftler und Touristen gleichermaßen in seinen Bann. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.